Halli, hallo, hallöle, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ja, bei mir geht mal wieder eine Runde Squadron TD ab. Und mal wieder wird Ancient gespielt. Selbstverständlich. Und die Wadentaktik verbessert. Wir wollen nämlich richtig stahlharte, richtig muskulöse Supermänner Waden bauen. Und wir müssen uns mal was überlegen. Ich glaube, ich muss ein paar mehr Archivare bauen. Ich denke mal so zwei Waden. Also erstmal eine Wade zu Beginn hin, dann die Upgrades erstmal holen. Erstmal viermal Gas, dann Speed, dann noch zweimal normal hinterher, so dass wir so mindestens sechs oder sieben haben. Und dann bauen wir, also ich meine sechs oder sieben Income, also ich meine Gas Income und ein Speed-Upgrade und dann werden erstmal ja, ein paar Archivare gebaut. Magnetosphären sollte man immer dabei haben, um das Schild immer schön zu regenerieren. Und dann sollte das klappen. So, Endchen ausgewählt und Start. Globo XX, Leonid und Thermie müssen noch auswählen. Ah, da unten sind noch ein paar andere drunter. Nick Junior auch. Nick Junior, er ist es. Nein, kein Chaos. Nein, Magic Michel. Nein. Wir spielen definitiv kein Chaos. Veteran, bitte. Veteran. Nein. Oh. 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 Oh, Lolo. Kein Chaos. Wir stehen nicht auf Chaos. Mach doch selbst dein Chaos zu Hause. Öffne doch selbst ein Spiel und stell Chaos ein. Nein, nicht mehr Fun und auch nicht mehr Skill. Noch mehr Skill schon, aber nicht mehr Fun. So, Wadenfreund am Start. 52 Sekunden geht die erste Partie los. Wir holen uns schon mal einen Roach, den wir gleich senden werden, oder einen Marine. Roach oder Marine? Roach oder Marine, ist ganz egal. Speed Mover. Move is faster than normal. Sense und Light und Piercing. Piercing im Poppes. Nehmen wir uns doch erstmal einen Marine zur Brust und werden den erstmal zu den Gegnern rüber senden. Hier kann man sich schon nur ansehen, was die Leute so gesendet haben. Nein, hier sind keine Päckchen drin. In deiner Hose ist der Fun. Ah, ne, das schreibe ich jetzt nicht. Dann geh doch raus, Jugend. Nicht genügend Mineralien. Wenn er so ein Nicht toller genügend Typ ist. Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Komm, zieh. Nicht genügend Mineralien. Nicht So, hier ist genügend das Upgrade. Mineralien. Bla bla bla. Na, hat wer geleakt? Nö, keiner am Leaken. Also der Start ist echt so ein bisschen langweilig, muss ich sagen, ne? Baut hier eine Wade und das war's. Die kloppt alles weg. Gleich noch die Elite-Wade danach dazu holen. Bei Welle 3 wurde ja schon langsam so ein bisschen kritisch. Da habe ich letztes Mal ein bisschen geleakt. Oder irgendeine kleine Einheit noch zum Ablenken. Mal schauen. Einmal sind die Einheiten, obwohl hier noch eine Einheit von mir stand, also die gespawnten Einheiten einfach so vorbeigefahren. Das war auch sehr kurios. Nicht genügend Mineralien. Also direkt das nächste Upgrade. Ein Vote diesmal mitsenden. Plus 4 Income. Und kriege ich noch einen Vote dazu, vielleicht. Nicht genug Vespingas. Jo, schaffe ich noch. Schön. Ich den Income nicht 5 von 6. Die anderen haben jetzt alle so 0 Income, 2. Und jetzt macht er, oh, direkt 5. Ja, so kann man es auch machen.
muss ich gucken, was ich baue. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal einen Preserver bauen, wenn ich die Kohle dafür habe. Und es reicht genau aus, bis auf Müh. Müh habe ich noch über, ein Mineral. Alter, die disseln sich hier. Buffon! Buffon, das wilde Büffeltier. Mann, Mann, Mann. Ja, ja, disst ihr euch ruhig. So. Easy. Easy peasy. Speed Upgrade dazu. Oh, der kloppt aber auch drauf. Titan Streeter noch bauen. Zack, und weg mit dir. So, danach kommen Marines. Upgrade. Die schaffen wir vielleicht auch ohne. Holen wir uns zwei Upgrades oder lassen wir es sein? So eine Magnetosphäre wäre schon cool. Und da wird schon geleakt bei den Gegnern. Der Nice Junior. Oder Nick Junior? Nick Junior, genau. Nick, nicht Nice. Mr. Nice Junior. Ah, die Magnetosphäre ist natürlich schon teuer und da könnte ich die nächsten Upgrades nicht machen. Deswegen mache ich jetzt erstmal nochmal die Upgrades. So. Speed habe ich ja schon auf 4 gebaut. Und 5, 6, 7 und danach werden jetzt noch Einheiten gepusht. Sollte erstmal reichen. Ein Income, was hat er? 2, ja, 3, ich habe 7. Boah, läuft, würde ich sagen. So, und Titan Street dann noch mitschicken. 14 Income, traumhaft. Ach, er sind auch mit. Oder doch. Jo, der gesplasht. Ah, ist hier knapp. LOL. Rennen die einfach vorbei, ne? Ah, echt buggt. Ach man, die sind alle so nett. So nett. Also, Magnetosphäre hier reinploppeln. Overlords kommen nächste Runde. Sollte man Obacht geben. Das könnte mich jetzt hart werden. So, ploppen wir da auch mal schnell einen rein. Jetzt haben wir noch einen Zilot mit, zur Freude der Gegner. Damit der Michel auch ordentlich auf den Arsch kriegt. Ah, es wird echt knapp. Ah, da ist ja noch eine Wade. Ich dachte, die Wade wäre schon down. Gut, gut. Glück gehabt. Obwohl, da sind noch ganz schön viele Einheiten. Oh, jetzt bleiben wirklich 4 Overlords über, ne? Verdammt! Ich! Ah, das lag daran, dass die davor die Runde einfach durchgelaufen sind. Scheiß Bug. Mit diese Käfer. Echt ärgerlich. Jetzt läuft der Maro auch noch rum. Mal mal hin. Kannst du mir noch eine Wade holen? Benötige weitere Depots. Och. Nee. Das ist ja gemein, ist das. Benötige weitere Depots. Upgrade durchgeführt. Na, ist das hier noch ein Bereich mit drin? Nee, setzen wir so lieber mal die Bade daneben noch. So, und hier upgraden wir gleich mal die nächsten Runden. Runde 6 Roaches. Plus im Income, plus 5 Income. Oh, schon plus 6. Haben auch geholt.
Aber ist ja auch klar. Oh, ganz schön dreckiger Bug. Aber diesmal war alles wieder geklärt. Kein Problem. Ja, mehr Archivare. Und dann schicken wir nochmal mit rüber. Oh, ich kann eigentlich erstmal ein bisschen sparen. Immer noch am meisten Income. Aber auch schon 16 Leaks. Wie bitte? Ach ja, vorhin sind ja auch welche schon durchgelaufen. Stimmt ja. Ganz verplant. Ah, die sind schon stark. Meine gute Magnetosphäre. Die regelt's. Die rappt so hart meine Einheiten. Ist ein Traum. Ist ein Traum. Echt wichtig. Oh, und wer liegt denn da? Leonid. Das ist aber nicht gut. Wir sind doch ein Team, du kannst doch nicht einmal leaken. So. Und jetzt? Ach ja, schon wieder Depots. Ach, wie immer. Immer diese Depots. Upgrade durchgeführt. So, blocken wir hier noch einen daneben. Und safe die Kohle für die nächsten Runden. Na, oh, die Riefer sehen ja noch. Na, ah, sende ich jetzt gleich mein Tank mit. Ah, da kommen schon die Exotics. Na, nichts kommt durch. Ah, ich war noch mal upgraden. Und jetzt könnte ich mir natürlich überlegen, ob ich mir nächste Runde noch eine Wade gönne. Oder... Bin mir nicht sicher. So, Magnetosphäre wäre natürlich auch nicht schlecht noch. Eine reicht erstmal, lieber fette Einheiten, die gut Schaden machen. Bin mir noch nicht sicher. Eine Wade sollte ich auf jeden Fall ausbauen. Ja, die kriegen jetzt schon von den gut Schaden. Passt zwar noch alles momentan. Das ist echt schon haarig, so ein bisschen, ne? So, ausbauen. Muss natürlich mit dem Ding wiederholen. So einen will ich mir einfach nochmal holen, obwohl der kostet 64, natürlich scheiße. Ah, ich bin einfach noch eine Elite-Wade dazu. Muss jetzt passen. Einer haben wir. Wieder nicht, ey. Zwei durch. Geschafft. Puh, das wird übel schon wieder. Angriffs-Upgrade mal machen. Boah, er hat ja schon hier mal gut Schaden. Da stehen ja echt ein paar Einheiten. Heroisch sind die. Ja, das sind ja auch Bosse. Und die müssen zusammen attackieren, sonst wird das scheiße. Oh.
Die gehen ja mega ab. Will ich auch haben. Jetzt können wir erstmal ein paar Upgrades noch machen. Einen auch schon aufgeholt. Plus 3, plus 9 hat er schon. Ey, die Welle irgendwie weiß ich auch nicht. Die schaffe ich immer nicht. Ist echt merkwürdig. Spiel schon immer so riskant auch. Aber irgendwie soll das nicht sein. Aber die Welle wird jetzt erstmal easy werden. Die Skantipeden. Weitere Depots. Ja, oh, kein Ding. Upgrade durchgeführt. Easy peasy. Hydralisken werden auch nochmal einfach. Jetzt können wir erstmal schön Upgrades machen. Wir richtig schön unseren Income erhöhen können. Alter, Global hat mich überholt. Da muss ich aber erstmal nachziehen Upgrade gleich. Durchgeführt. Definitiv schön nachziehen. Dann hole ich mir direkt mal irgendwie sowas, was. Ah, gut, heute werde ich das sparen. Und jetzt kommen ja auch die Shorts. Jetzt muss ich natürlich erstmal doch wieder abbrechen. Ich bin letztes Mal nicht dran gestorben. Kein Bock, dass ich diesmal die Welle mit dem Brutlords nicht schaffe. Und bringe auch so viel Income. Au! Ja, weil das kann sonst nämlich schon GG bedeuten. Mach mal hier direkt nochmal ein Upgrade dafür. Ah. Erhöhen, was geht. Den Income. Benötige weitere Oh, fuck. Kann ich den jetzt verkaufen vielleicht? Benötige weitere Depots. Nein! Ah. Da muss ich mir Depots noch holen. Fuck. Alter, nervt das. Durchgeführt. Also Magnetosphäre auch noch dazu. Puh, das wird jetzt echt hart. Ja, schafft man das? Oh, sieht gar nicht schlecht aus. Ja! Traumhaft. Da kommt aber wirklich von zwei was durch. Das war mir schon irgendwie klar. Ja, schön. Den Brutlord für nächste Runde mitgeschickt. Alter, wie zieht der denn? Ah, ich glaube, so einen sollte ich vorab mal bauen. Und da kommt auch einiges durch. Schön. Ah, das heißt einiges, ein bisschen was. So, Immortal. Nächste Runde. Ich will jetzt einen Elder bauen. Und da will ich noch einen Archivar dazu. Und upgrade ich immer weiter. Volle Pulle upgraden. Ich baue jetzt erstmal ein bisschen unser Waffensystem aus. Oh, was haben wir denn da? Lurker. Alter, geht das ab. Alter, da kommt wieder so eine Masse durch. Tja,
Leonid hat erstmal das Spiel verlassen. Ja, wenn man dann irgendwann so hart liegt, dann bringt das ja auch nichts mehr, ne? Benötige weitere Depots. Schon hart. Benötige weitere Depots. Upgrade durchgeführt. Mal passt ja noch zwischen natürlich nicht. Aber stellen wir dann mal so dahin. Schon schön. Das Upgrade hierfür noch machen. Und schon mal einen Brutlord wieder mitschicken. Diesmal werden wir mal gewinnen. Ich bin ganz sicher. Na, schaffen wir das? Ja, ich glaube, das sieht noch ganz gut aus. Material, der legt hier ordentlich zu. Alter Falter. Mann, geht das steil. Na, kommt wieder was durch. Na, wie gesagt, ich upgrade doch jetzt erstmal unser gutes Waffensystem. Man weiß ja nie, ne? Daran kann es teilweise liegen dann. Alter, das ist ja Tor, ne? Alter, wie geht der denn ab, dieser scheiß Tor? Mann! No. Geht doch. Was kommt jetzt? Helions. Brauchen wir mal einen Elder dazu. Benötige weitere Depots. Auch nicht schon wieder. Na, passt ja gerade so von der Kohle her. Server nochmal. Packen wir mal da seitlich wieder hin. Und schicken wir nochmal Shadow Templar mit einfach mal. Jo. 230 Income. Smashing! Traumhaft. Rockt. Schön was wegrocken. Auha. Der Global, der liegt hier ungemein. Ah, da kriege ich wieder ein paar mehr Reihen dazu. Okay. So, und dann holen wir uns hier nochmal, wie lange es jetzt noch dauert. So, schnell mal das Upgrade geholt. Da wieder ich mal wieder was losgeschickt. Und dann holen wir uns hier auch nochmal einen Elder, machen wir auch nochmal einen raus. Elder! Und... Benötige weitere Depots. Ah, schon wieder. Material. Weitere Depots. Upgrade durchgeführt. Einer geht ja noch, ne? Oh, Marodeure. Komm jetzt. So, schön. Jetzt mal das System wieder ein bisschen upgraden noch. Ordentlich Damage upgraden. Das war eine ganz schöne Mineralverschwendung. Aber ich hab's ja. Wenn wir deswegen siegen sollten, wäre das schon top. Ja, liegt er wieder. Und wieder. Ne, diesmal hat das geschafft. Schön. Ist auch mal viel wert, ne? Nicht genug. Komm, ein Gas noch so. Und ich kann auch eigentlich noch einige Upgrades hier machen, ne? Kommt denn jetzt? Korruptoren. Ich glaube, da kann ich einmal richtig investieren noch.
Elder dazu. Upgrade durchgeführt. Plus 18. Und gleich hole ich mir nochmal die nächsten Upgrades hier. Das war mega teuer, aber wir brauchen natürlich richtig fett Income. Gleich sende ich den ersten Tor mit. Von irgendeiner her sollte ich das hinkriegen in der Zeit. Minus 2 bin ich abgezogen, ja. Komm, einmal noch. Jo, und Tor kommt. Aha, 325 Income. Gucken wir nochmal rein in die Liste. Alter, Global hat sogar mehr Income als ich. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das geht aber nicht, Global. Du kannst nicht mehr Income haben als ich. So, muss ich jetzt mal upgraden. Was? Ach, da wurde auch noch ein Traum geschickt. Und der hat erst plus 7. Super läuft. So, ich schicke direkt nochmal ein Tor mit. Alter, 800, ne? Was kommt danach? Idioten. Nur dann. Nochmal. Nächsten Tor, 2 Tors sind jetzt dabei. Ah, unter 3 Tors. Immortal. Von mir ist allein schon der Immortal und 2 Tors. Tank schicke ich auch noch mit, glaube ich. Na, schicken wir doch mal. Schön was hinterher gleich. Oh. Komm, noch mal ein Tor noch mitschicken. Einmal die Kohle noch abgreifen. Jo, läuft. 400. Was hat er? 435. Der erstaunt mich. Er ist gut. Definitiv. Oh, jetzt kommen die Fettis. Da sollten wir doch lieber erstmal ein bisschen Mineralien sparen. Das wird hart, wenn die Fettis kommen. Magnetosphären erstmal ausbauen. Elder nochmal ausbauen. Elder nochmal nachproduzieren. Und dann Material, ich meine, ich erstmal komm. Und jetzt nochmal ein Encoder dazu. Machen wir so eine richtige Batterie auf. Und senden nochmal einen Templer mit. Oh, das ist übel. Ein Fetti haben wir. Alter Falter, ey. So, und Upgrades machen. Alles, was geht. Oh, fuck. Bei denen wäre es wahrscheinlich auch so weit gewesen. Oh. Ey, wir haben so viel mitgeschickt, ne? Und ich verliere schon wieder. Ich könnte echt abrasten, ne? Wie oft ich das jetzt schon getestet habe. Und ich glaube, ich habe überwiegend verloren, ne? Wirklich. Überwiegend Niederlage. Punkteübersicht, gucken wir mal kurz rein. Auf Platz 3. Ja. Global hat ein paar Punkte mehr als ich. Also es war schon top von mir. Aber naja, kommt halt immer drauf an, ne? Ist halt nicht so einfach. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Aggressor. Und viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch. Haut rein!